Schönen guten Tag, Nico Kutzner ist mein Name. Ich begrüße Sie zum Interview. Hallo, ich freue mich auch sehr, heute hier in Rahlstedt beim Interview dabei zu sein. Wenn Sie sich doch kurz bitte vorstellen könnten. Ja, mein Name ist Katharina Fegebank. Ich bin die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen für die Bürgerschaftswahl am 23.02. Und aktuell bin ich zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung. Was wollen Sie erreichen, falls Sie gewählt werden? Ich möchte, dass Klimaschutz zur Chefinnensache wird. Ich möchte, dass wir noch mehr tun, um unser Klima und auch die Umwelt zu schützen. Ich möchte, dass das grüne Gesicht der Stadt erhalten bleibt und wir gleichzeitig viele, viele bezahlbare Wohnungen bauen, wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben. Da müssen wir nur noch mehr uns anstrengen, dass die Wohnungen auch für alle bezahlbar sind. Ich möchte, dass unsere Bildung gut ist, dass die Wissenschaft und unsere Hochschulen besser finanziert werden. Und ich möchte, dass wir einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt haben, dass also alle Menschen, egal wo sie herkommen, welche Sprache sie sprechen, welche Religion sie angehören, wie viel Geld sie im Portemonnaie haben, gleichberechtigte Chancen haben. Denn das ist ganz wichtig und wir sind, und ich bin eine ganz starke Stimme, gegen Hass und Hetze und gegen Rassismus. Nun gibt es auch Probleme beim öffentlichen Nahverkehr. Ja. Die S-Bahnen sind oft überfüllt. Wie würden Sie die Verlängerung der U4 sehen bis nach Harburg? Ja, das Thema Verkehrswende ist ein ganz wichtiges. Ich glaube, ich habe das eben gar nicht genannt. Das gehört natürlich zum Umwelt- und Klimaschutz ganz entscheidend mit dazu, dass wir den Ausbau wollen an Bussen und auch an U- und S-Bahnen, dass wir gleichzeitig darauf setzen, dass die Fahrräder freie Fahrt haben und wir auch diejenigen stärken, die gern und viel zu Fuß gehen. Und natürlich müssen wir uns auch angucken, dass wir eine gute Anbindung in den Süden haben, nach Harburg, und vor allem, dass die Verbindungen der S-Bahn nach Harburg und auch nach Bergedorf funktionieren. Darüber ärgern sich die Leute zu Recht. Würde eine neue S-Bahn-Verbindung von Bostelbek nach Altona eine Lösung sein? Ja, das gucken wir uns an im gesamten System. Da kann ich jetzt nicht über einzelne Strecken sprechen. Wir haben ja verabredet, dass wir jetzt erstmal die U5 in Angriff nehmen, in der Planung und in der Umsetzung. Das dauert immer alles viele Jahre. Und wir müssen dann gucken, dass wir auch in der S-Bahn-Planung vorankommen. Wir wollen zum Beispiel die neue Science City Bahrenfeld anbinden mit der S32. Und wir müssen gucken, wie wir mit der U4 weiterkommen, dass wir hoffentlich eine Anbindung auch in den Süden hinkriegen. Und der Halt vom RE5 in Neugraben? Auch das gucken wir uns alles an. Wichtig ist, dass wir in ein paar Jahren eine Situation haben, dass alle Menschen, egal wo sie leben in der Stadt, ob im urbanen Zentrum oder in den Außenbezirken, schnell, bequem, sicher und möglichst günstig von A nach B kommen. Und da müssen wir ganz viel Geld in die Hand nehmen, um erstens die Tarifstruktur und das HVV-Preissystem zu reformieren und zu verbessern und günstiger zu machen. Und gleichzeitig müssen wir massiv ausbauen, U- und S-Bahn und auch das Bussystem. Also auch neue Expressbuslinien, die nicht so oft halten, zum Beispiel vom Bahnhof Neugraben ohne Halt im Gewerbegebiet rüber nach Altona und vom Bahnhof Neugraben ohne Halt im Gewerbegebiet nach Finkenwerder. Mensch, da kennt sich aber einer aus. Ja. Das ist der Profi. Also natürlich, wir haben jetzt angefangen mit Expressbuslinien und die wollen wir vor allem auf den Strecken einsetzen, die groß nachgefragt sind und wo wir noch nicht so schnell auf U- und S-Bahnlinien kommen, weil es einfach sehr lange dauert in der Planung und in der Umsetzung. Und das ist doch ein schöner Vorschlag. Und falls auf der A7 oft Stau ist, kommen die Busse zu spät. Wäre da eine Lösung, eine Buslinie aus dem Gewerbegebiet alle 10 Minuten zu den S-Bahn-Stationen in Neugraben und Neuwiental? So, da Sie ja offenbar wunderbar informiert sind über das bestehende Netz und auch tolle Vorschläge haben, wie sich das künftig entwickeln kann, sollten wir mit Ihnen ein Gespräch darüber führen, wie man im Süderelbe-Raum im Bereich Harburg tatsächlich schneller und staufrei von A nach B kommt. Ganz genau. Das können Sie als Einladung begreifen. Und der Bau der A26? Wichtig ist, dass wir gute Verbindungen haben, auch im Hafen gute Verbindungen haben. Es muss aber alles bezahlbar sein. Wir haben eben darüber gesprochen, wie intensiv wir jetzt investieren wollen in den U- und S-Bahn-Ausbau und in neue Buslinien. Und natürlich brauchen wir auch eine schnelle Querverbindung und wir brauchen vor allem eine gute Hafenanbindung. Das ist wichtig für die Menschen,
Menschen im Hafen. Und wenn es bezahlt wird vom Bund, dann nehmen wir das dankbar an. Aber wir müssen immer die Frage stellen, wie können wir alle die Vorhaben, die wir machen, auch die Hafeninfrastrukturprojekte, in einen guten Finanzierungsrahmen kriegen. Zum Schluss noch eine Frage. Kennen Sie DAB Plus Digitalradio? Denn der Niedersächsische Landtag fordert das aus für DAB Plus. Das Geld aus den Rundfunkgebühren soll nicht mehr für DAB Plus verwendet werden. So sieht es der Niedersächsische Landtag. Wie finden Sie das? Oh, damit muss ich mich tatsächlich noch mal intensiver beschäftigen. Da will ich jetzt nicht einen Schnellschuss machen. Da möchte ich mich erst mal informieren und dann kann ich beim nächsten Mal da hoffentlich eine gute Antwort geben. Vielen Dank. Danke. Danke auch.